Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Gianna Sisters Twisted Dreams. Hier ist wieder euer Caminero. Für mich ist es eine riesengroße Freude, euch dieses Spiel zu präsentieren, da Gianna Sisters nämlich mein absolutes Lieblingsspiel war in den 80er Jahren. Und umso größer ist natürlich die Freude, dass dieses Spiel jetzt in einer neuen Grafik erschienen ist. Und ich möchte euch heute das Spiel zeigen. Ich halte mich auch jetzt nicht länger auf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und jetzt legen wir einfach mal los. So, wir fangen natürlich beim ersten Level an. Das Spielprinzip ist einfach. Man hat zwei Charaktere. Zum einen hat man am Anfang die Gianna, das ist die Blonde hier. Und zum zweiten bekommt man dann einen zweiten Charakter, das ist dann die Schwester, die Maria. Und ja, das Ziel ist einfach, alle Diamanten so gut wie möglich einsammeln. Ich weiß es nicht, wie das bei diesem Spiel hier ist, aber beim Spiel in den 80er Jahren war es so, bei bestimmten Anzahlen von Diamanten hat man dann ein Leben bekommen. Und ja, jetzt, das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich spiele das Spiel mit einem Xbox-Controller. Die Steuerung ist ziemlich einfach. Jetzt schaue ich mal, dass ich den aufs Dach springe. Jetzt muss ich da rüber. Jetzt auch noch aufs Dach springen. Geil. Das ist geil. So, jetzt habe ich meinen zweiten Charakter, den kann ich jetzt auswählen. Hier könnt ihr die Maria sehen. Jetzt bin ich leider abgestürzt. Zwischen den Charakteren kann man wechseln, weil jede von denen zwei Schwestern spezielle Fähigkeiten hat. Jumpen wir mal darüber. Ich auch noch mal aufs Dach steigen. Also ich muss sagen, das haben sie wirklich klasse hingebracht mit dem Spiel. Es macht wirklich Spaß auf mehr. Ja.
So ein paar Sachen kommen mir ein bisschen, ja, kommen mir bekannt vor. So wie das hier. Das ist, glaube ich, ja, ich denke mal, das schaut fast so aus, als ob das auch bei Sonic vorkommen würde. Oh! Aber es passt wirklich super in das Spiel rein. Das haben sie wirklich klasse umgesetzt. Oh. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzusehen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich immer gerne schreiben. Ihr könnt mich auch gerne auf YouTube abonnieren. Dann bis zum nächsten Gameplay, euer Caminero. Ciao, Leute.